Musik war für mich von Anfang an und durch mein ganzes Leben durch, auch jetzt noch, ist das einfach eine Kraftquelle. Also ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen. Mein Name ist Tabea Zimmermann, mein Instrument ist die Bratsche. Ich bin Musikerin, Professorin für Bratsche und Kammermusik an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main. Für mich ist die Bratsche meine persönliche Stimme. Ich habe mein ganzes Leben mit Musik verbracht. Ich bin jetzt Ende 50 und habe mit 3 Jahren angefangen. Also das ganze Leben wirklich Musik gemacht und von Anfang an mit dem Instrument Bratsche. Ich habe das Gefühl, ich beziehe die Energie, die ich fürs Leben brauche, komplett aus der Musik und gebe sie da auch wieder rein und lasse andere gerne daran teilhaben. Also dieses mit anderen musizieren und das Weitergeben im Unterricht, das ist für mich wirklich eine Lebensaufgabe. Es macht viel Arbeit, aber auch sehr viel Freude und das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Die Lehre lebt davon, dass wir Professoren aktive Musiker sind. Ich finde das schon sehr, sehr wichtig. Bei mir ist es so ein Kreislauf, habe ich das Gefühl. Ich lerne im Unterricht etwas für meine eigenen Konzerte und in den eigenen Konzerten gewinne ich wieder neue Erkenntnisse, die ich dann wieder mit in den Unterricht mit einfließen lasse. Ich habe auch selber sehr viel beim Unterrichten gelernt und glaube deshalb, dass ich darauf nicht verzichten möchte, weil mich das ständig wach hält und meine eigenen Interpretationsansätze immer wieder auf die Prüfbank stellt. Das Besondere beim Musikstudium ist diese 1:1-Situation. Wir erarbeiten uns das Wissen über den Hintergrund, über das Werk. Welche Informationen geben die Komponisten? Was ist genau vorgegeben? Wo haben wir persönliche Freiheit? Und wie kann man das technisch umsetzen? Welche technischen Fähigkeiten fehlen einem noch? Was kann man an einem Stück auch neu lernen, was kann man dabei fürs Leben auch mitnehmen? Für mich ist immer wichtig, dass es ein Anfang eines Weges ist, den die jungen Menschen dann auch gerne alleine weitergehen sollen später. Also ich werde ihnen nicht genau zeigen, wie sie
spielen sollen, sondern wie sie selber auf eine Lösung kommen. We have a big discussion. Yeah, it's such a hard thing. Did you ever try this? Mm-mm. No, because he only writes, you need all fingers of the hand. I don't know how he meant it. If it was, but we have tempo 152. So I do this. I don't know exactly. But would you have an idea? Mm. Have you tried a guitar style? No, it would be nice too, yeah. Especially these, like. Right. Could be nice too. Or a riddle strumming. Sorry, viola. I don't know. I found this best. But it took me a long time to develop the Tinker's Ghost open scene. Yes. Der jungen Menschen zu begleiten, ist, glaube ich, das, was mich an diesem Beruf so fasziniert. Ich glaube, wenn wir versuchen, fehlerfrei, perfekt, sauber und schön zu spielen, da haben wir noch von dem eigentlichen Musizieren relativ wenig verstanden. Ich brauche manchmal ein Milligramm an Bogendruck. Dafür, das kann ich gar nicht erreichen, so einen feinen Ton, wenn ich mich innerlich festmache. Es gibt eine gewisse Schwachheit, die man mit einbringen muss. Und da ist man dann sehr schnell dabei, auch mal nahe an den Tränen zu sein, wenn die Musik einen mitnimmt. Und da versuchen junge Menschen oft erstmal, sich selber stark zu präsentieren. Und wir gehen bei der Arbeit in der Musik durchaus auch auf diese ganz menschlichen Emotionen, Ausdrucksmöglichkeiten hin, und da muss man einiges aushalten, um sich auch selber in den Spiegel schauen zu können, musikalisch jetzt gesehen, und die eigenen Schwächen auch sehen zu können, um die richtig anzunehmen. Let me show you that first chord. What could be the expression or the... What do you want to transport with it? A first impression, so to speak, yeah. Is the most important in meeting people or meeting music. So whatever comes after that note can be already in the sound of the first note. And right now I heard like... Eight. Yeah? Yeah. So... Try to imagine the whole 5 minutes or whatever it is, the first movement, and put them in that one first sound. I like your first bar very much. Oh, yes, it's a whole first bar. Die
die Frage stellt sich immer, was man überhaupt alles vermitteln kann. Also welche Werte, welche Ansprüche, welche Kriterien. Ich bilde die Musiker eher dazu aus, auf ganz verschiedene Situationen reagieren zu können, ob von außen oder von innen kommen. It might be much shorter and quicker to the drink. Yeah, the microphone's in the middle of the room, is between so, the genau. Two mics. Please go under the mics. The middle. Vom Instrument Bratsche jetzt mal ausgehen, das ist natürlich eine Mittelstimme im Orchester oder auch in der Kammermusik. Und wenn man zum Bratscher ausgebildet wird oder zur Bratschistin, glaube ich tatsächlich, dass man sehr gut befähigt ist, in der Gesellschaft auch vermittelnd tätig zu sein. Man ist nicht so sehr die führende Oberstimme, sondern man lernt, jeden Ton, den man spielt, in Beziehung zu anderen Tönen zu setzen. Und für mich ist das ein sehr schönes Beispiel auch über das menschliche Miteinander. Und deshalb denke ich, dass viele, viel mehr Menschen mit Musik in Berührung kommen sollten und die Fähigkeiten dazu erlernen sollten. But now you can give maximum bite to the note. Even more. Even more. But then later was super.